oben ist ein Tor. Eventuell dort oben. Also ich finde echt diese Landschaft ziemlich gut gelungen. Also die Grafik ist ziemlich gut. Kann man nicht meckern. So. Carter. Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Ich habe gehört, du verkaufst Kleidung. Ich habe gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Zeig mir die Sachen. Zeig mir die Sachen. So, ein Lederhemd und ein altes Hemd. Was nehme ich denn? Ich kaufe mir jetzt ein Lederhemd und eine bunte Hose. Und ja, das reicht erstmal. Warum ist der Gefangene hier? Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Ach so, alles klar. C, Charakterwerte steigern. Blut 100 von 100. Du kannst dieses Attribut jetzt steigern. Also ich glaube, das steigert mal den Schwertkampf. Das steigert den Umgang mit Gewehr und Pistole. Klingen, Kugel sehen, viel. Ich gehe mal auf Klingen. Ja. Okay. Ah, da ist ja wieder dieser Lago. Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Ich hoffe, die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schiefgelaufen. Kein Kommentar. Verstehe. Und was machst du jetzt? Ich gehe zu den Piraten. Ich gehe zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Du bleibst schön da drin. Du bleibst schön da drin. Du Mistkerl. Irgendwann wirst du vor einer verschlossenen Tür stehen und dann wirst du denken, hätte ich doch damals Largo geholfen. Die Wache hat dir deine Sachen abgenommen? Genau. Und weil ich so sauer auf den Mistkerl bin, verrate ich dir ganz umsonst, wie du an die Sachen rankommst. Was meinst du? Was hören? Was hören? Okay, was brauchst du? Wie komme ich an das Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja. Kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Ich muss los. Ich muss los. Warte! Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Gerade nicht. Ich habe aber auch ein Glück in letzter Zeit. So,
Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal unsere Ausrüstung an. Ja. Ziehen ein Lederhemd an und eine schöne bunte Hose. Sehr schön. Ich sehe richtig schick aus. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg. Wie sehen denn unsere Ziele aus? Tja, und zwar Küchenhilfe. Das mit Patty, aber die können wir noch nicht überreden. Dann muss ich einen Brief zu den Piraten bringen und, ja, die Kleidung eines Piraten. Stiefel zu kommen, nachts in die Baracke schleichen, Kater, Aufseher Riley verkauft, Zuckerrohrplantage, okay. So, haben wir auch eine Karte. Ach, stimmt, ich brauche erstmal noch eine Karte. Und jetzt, da wir einigermaßen gute Kleidung besitzen, denke ich mal, können wir so schon zu... Die Fiagol, wie der heißt. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit Die Fuego sprechen. Mach hier bloß keinen Ärger. Jawohl. Wo ist Die Fiago? Kann ich mir hier irgendwo was klauen? Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Ja, wenn ja, du klaust, ja, gibt's Ärger. Ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen... Es hat du fasst hier nichts an. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Ich habe nicht genug Gold. Scheiße. Ich komme darauf zurück. Roquefort hat mich beauftragt, dem Piraten einen Brief zu überbringen. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön, er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Ich hätte es in Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. 300 Goldstücke für 3 Köpfe. Zeig mir dein Angebot. Tja, leider kann ich mir das alles... nicht leisten. Ich habe nämlich nur 85 Gold und das ist verdammt wenig. So,
Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo hier was verkaufen kann. Was steht hier alles so? Ich mach doch gar nichts. Habe ich Magneten im Arsch? Meine Güte. Ich brauche einen Händler, damit ich meine Sachen verkaufen kann. Raus hier! Ja, ich gehe. Patty, geh weg! Hau schon ab! Oh mein Gott, du bringst mich nur in Schwierigkeiten, du dumme Tusse. Bleib doch einfach da. Kochen willst du nicht, du stehst mir dauernd im Weg, du hilfst mir nicht. Was will ich überhaupt mit dir? Sag mir einen Grund, warum ich dich bei mir lassen sollte. Siehst du, da fällt kein Grund ein. Oh Mann, so ein Weibsbild. So, kann ich denn hier irgendwo pennen oder so? Ich brauche jetzt erstmal Gold. Schädelblüte. Ich renne jetzt einfach mal in diese Richtung hier. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Geisterlilie. Schwarzer Oleander. Und ein Wildschwein. Ein Wanzenschwein. Hilf mir, Patty, los. Ein rohes Fleisch erhalten, sehr schön. Wir erkunden jetzt einfach mal ein bisschen die Gegend. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches. So, hier hinten ist eine Kiste. Mal schauen, was da drin ist. Goldbrocken und einmal Grog. Sehr schön. Das können wir nachher alles verkaufen. Also das mit dem Proviant finde ich ziemlich gut, weil da muss man nicht immer alle Bären raussuchen und gucken, ja, was kann man da jetzt essen, was kann man für Heilung benutzen, was kann man für Gegengift benutzen und so weiter. Ich finde das alles ganz gut gehalten, damit man einfach nur Proviant hat, dann kommt man nicht so durcheinander. Also mir persönlich gefällt es besser, wie jetzt im ersten Teil. Ist eine Kiste. Ein dreckiges Hemd. Wir können jetzt mal pennen, bis es Mitternacht ist. Dann können wir uns vielleicht die Stiefel holen. Das wäre ziemlich cool. Eine Karaffe. Keine Ahnung, wozu die dient. Ich bin jetzt in die richtige Richtung gegangen. Ja, da oben ist dieser Kerl. Und ich schleiche mich jetzt mal in die Baracke hinein. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Scheiße. Raus hier! Ach du Scheiße. Verschwinde! Oh Mann, ey. Du Spielverderber. Ah,
Gibt es hier irgendwo einen Händler, wo ich auch Sachen verkaufen kann? Was ist hier? Eine Kiste? Sieht mich hier jemand? 10 Gold im Proviant. Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal zu dem Koch, zum Osordio. Ich brauche Proviant. Vielleicht kann ich da noch ein paar Sachen verkaufen. Genau. Und zwar dieses dreckige Hemd. Die Geisterlilie. Ich mag diese Blumen nicht. Rohes Fleisch kann ich eigentlich auch verkaufen. Diese komischen Leuchtkugeln auch. Perle, Goldbrocken, eine Karaffe und dreimal Poker. Jetzt haben wir wieder 580 Gold und können uns somit eine Karte von die Dingsbums da kaufen. Damit wir uns zumindest mal orientieren können. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Wenn ich mich auf der Insel verlaufe, kommt dein Brief nie an. Ein gutes Argument. Ich werde dir die Karte kostenlos überlassen. Schließlich wollen wir ja, dass du sicher ankommst. Und somit habe ich 100 Gold gespart. So, damit haben wir eine genaue Karte der Insel. Die sieht nämlich so aus. Hier ist Puerto Sacarillo und ich schätze mal, hier im Osten sind die Piraten. Wir werden jetzt nochmal hier nach oben gehen und uns dann ganz langsam mal vorarbeiten. So. Jetzt haben wir eine Karte, einigermaßen Kleidung, Proviant. Und wir gucken nochmal auf unsere Dinge. Also das hier, diese Piratenpost, Kopfgeld und ja. Mein Lagusstiefel zu kommen, sollte ich mir am besten nachts in den Barack erschleichen. Okay. Das habe ich eigentlich gemacht, aber ich konnte dieses Schloss nicht knacken. Das lasse ich jetzt, glaube ich, erstmal. Ich versuche mich trotzdem nochmal reinzuschleichen.